So ein schönes Fachwerk sieht man selten. Und noch seltener sieht man eins, das so gekonnt restauriert ist. Die Balken nicht mit Ölfarbe zugeschmiert oder in Holzgift erstickt. Hier lebt das Holz noch unter dem Anstrich. Und der Putz ist glatt und hinter der Balkenkante verrieben. Nicht der übliche Dampfnudelteig, der immer so fett und hefegetrieben durch das Fachwerk trieft. Die nördlichste Spitze Bayerns ist markiert und gerahmt von der Rhön, den thüringischen Gleichbergen und den Haßbergen, altes Grenzland nach Hessen und nach Thüringen. Dazwischen liegt das flachwellige Bauernland des Grabfeldes, ein uraltes Ackerland auf fetten und fruchtbaren Lößböden mit über 1000 Jahre alten Dörfern und Städten. Solch ein gutes Land war immer begehrt. Als fränkisches Königsgut geht es als Schenkung an die Hochstifte Würzburg und Fulda. Und weltliche Herren wie die Henneberger setzen sich mit kleinen Herrschaften dazwischen. Am Ende war die historische Landkarte bunt wie ein lange bespieltes Schachbrett. Und genauso bunt ist die Hauslandschaft zwischen Rhön und Grabfeld. So viel verschiedene Einflüsse wird man selten auf so engem Raum finden. Fachwerk aus Hessen, aus Thüringen und Franken. Ein Dorf wie Stetten wechselte immer wieder den Besitzer, mal Henneberg, mal Fulda, Thüringen, Mainz, Würzburg, mal Sachsen. Von 1741 bis 1920 gehört es mit 10 anderen Dörfern den Herzögen von Sachsen-Weimar-Eisenach. Von 1920 bis 1945 blieb es als Exklave beim Land Thüringen und erst 1945 kam es zu Bayern. Das Pfarrhaus ist heute noch ein evangelisches, mitten im katholischen Land und trägt das sächsische Wappen. Aber jeder baute sein Haus in Fachwerk, vom Pfarrhaus bis zum winzigen Speicherchen mit einem Schweinestall im Sockel. Eigentlich sehr demokratisch. Bis ins 19. Jahrhundert gibt es kaum eine Ausnahme von dieser Regel. Nur die Kirche war immer ein repräsentativer Steinbau. Fachwerk ist universell einzusetzen. Hier war das Grundstück so eng, dass das Haus nur ein Zimmer breit werden durfte. Schmal, aber hoch, meinte der Bauherr und türmte 3 volle Geschosse und einen Dachspeicher übereinander. So ein altes Hochhaus könnte auch in der nächsten benachbarten Stadt stehen, zumindest an einer Vorstadtgasse. Dorf, Markt oder Kleinstadt im nördlichen Unterfranken ist das oft gar nicht so leicht zu entscheiden. Aus den Städten kommen die Vorbilder und die Moden. Als man in der Stadt anfängt, Steinhäuser für schöner zu halten, da beeilt man sich auf den Dörfern, das Fachwerk wenigstens hinter Putz zu verstecken, sodass es so aussah, als ob. Mit einer Brutalität ohnegleichen hackten die Maurer mit der Axt aufgespreizte Kerben in das schönste geschnitzte Gebälk, damit der neue Spritzwurf sich irgendwo festkrallen konnte. Jetzt haben wir wieder den Gegentrend. In den letzten Jahrzehnten ist immer mehr Fachwerk wieder freigelegt worden. Aus der Nähe besehen sind Balkenköpfe und die vortretenden Brüstungsriegel so fein und delikat geschnitzt und profiliert, dass man meinen könnte, es wären Teile einer reich verzierten Stubendecke, die man ganz aus der Nähe betrachten kann. Dabei sind wir hier im ersten Stock hoch über der Straße. Was immer nur ging, machte man beim Hausbau aus Holz. Holz gab es an den regenreichen Bergflanken genug. Es muss bis ins 18. Jahrhundert unglaubliche Bestände an alten Eichen gegeben haben. Auch nach den mörderischen Verwüstungen der Bauernkriege und des Dreißigjährigen Krieges, wo ganze Dörfer und Städte in Flammen aufgingen, haben die jeweiligen Landesherren immer wieder Tausende von Eichenstämmen zum Einschlag für Bauholz freigegeben. Rhön und Grabfeld sind ein klassisches Durchzugsland. Die wichtigsten Altstraßen waren die Verbindung der Bischofssitze Bamberg und Fulda und die Straßen vom Main und der Fränkischen Saale hinauf ins thüringische Werratal nach Schmalkalden und Erfurt. Auch die Bauhandwerker, die Zimmerleute vor allem,
kamen weit herum. Und was an den Zentren des Handels und der Macht gerade im neuen Baustil gebaut wurde, das wandert eben sehr schnell aufs Land. Dafür sorgen auch die Amtsleute der Bischöfe und vor allem die adeligen Herren der kleinen reichsritterschaftlichen Herrensitze. Das Wasserschloss Roßried wurde 1589 von den Herren von Bibra auf den steinernen Mauerresten einer älteren Burg erbaut. Ganz modern im Sinne einer neuen Wohnlichkeit der Renaissance wird es ein bequemer, warmer Fachwerkbau mit großen Fenstern, der mit einigen Türmen nur noch wehrhaft tut. In Wahrheit ist die Zeit der Ritterburgen längst vorbei. Und prächtig wird das Fachwerk ausgekostet für eine brillante Schaufassade nach neuester thüringischer Art. Ein sehr auffälliges Motiv sind die sich überkreuzenden, leicht gebogenen langen Streben, die in der fränkischen Hausforschung Schwertstreben getauft wurden. Eine solche überreiche, ornamentale Fachwerkfassade muss auf die Zeitgenossen einen ungeheuren Eindruck gemacht haben. Leisten konnten sie sich freilich nur die wenigsten, aber Rathäuser haben diesen Reichtum an Formen übernommen. Wirtshäuser entstanden um 1600 mit so üppigem Fachwerk. Aber die Lust am Schmücken weit über die konstruktive Notwendigkeit hinaus, die war auch beim bäuerlichen Wohnhausbau seit dem 17. Jahrhundert geweckt. Im unterfränkischen Dorf lebte ein sehr kompliziertes soziales Gefüge auf engstem Raum zusammen. Ein scharf getrennter Bereich war zum Beispiel der Kirchenbezirk, der durch Mauern und Tore befestigt war. Bei Gefahr war dies der innerste Rückzugsbereich der Dorfbewohner. In Rhön und Grabfeld gab es regelrechte Kirchenburgen. Die eindrucksvollste derartige Anlage steht in Oberstreu und reicht zurück bis ins 13. Jahrhundert. Die heutige Gestalt entstand im 16. und 17. Jahrhundert. Fachwerkbauten, die Wände mit Lehm verstrichen. Und hier entdecken wir wieder die langen, gebogenen, gegeneinander gestellten Schwertbogen. Diesmal einfacher, die Eichenbalken nur mit dem Beil behauen, wie sie eben gewachsen waren. Diese Befestigungsringe an der Innenseite der Kirchhofmauern nannte man Gardenanlagen. Es sind aneinander gebaute Speicher und Kellerhäuser, in denen Erntevorräte und Lebensmittel im Ernstfall mitverteidigt werden konnten. In friedlicheren Zeiten wurden diese soliden Vorratshäuser an bestimmte Höfe zur ständigen Nutzung verteilt. In vielen Orten gilt dieses Recht noch heute. Die Anlage ist hervorragend restauriert und zeigt die ursprüngliche Farbigkeit. So schlicht und archaisch im Charakter muss man sich sicher viele fränkische Dorfstraßen im Mittelalter vorstellen. Der andere, fest umgrenzte Herrschaftsbereich im alten unterfränkischen Dorf waren das Schloss und das Schlossgut des adligen Herrn. Am eindrucksvollsten zeigt es das fantastische Wasserschloss der Freiherrn von Bibra in Irmeshausen. Hier ist das Fachwerk zu einer so märchenhaften Pracht gesteigert, dass es in seiner bizarren Ritterromantik fast wie ein Loire-Schloss auf Fränkisch wirkt. Das Schloss hat sich in den letzten 40 Jahren nicht verändert. Nach außen zeigt es die Würde seiner Patina und den Charme des Alters wie eh und je. Schade, dass es so gekonnte Pflege und Fürsorge so selten gibt in unserem Land. Dass man mit Fachwerk das Kleine genauso steigern kann wie das Große, das zeigt die Schlossschmiede als Point de Vue in der Achse der Brückenzufahrt. Interessant sind die Bogenformen der Kopfstreben. Das sind ausgesucht krumm gewachsene Hölzer. Das erste Mal war ich in Irmelshausen im August 1961. Genau an dem Tag,
an dem Hunderte von Soldaten kilometerweit Stacheldrähte spannten, mitten durch Häuser hindurch und zwischen Verwandte und Freunde, der Auftakt zur unmenschlichsten Grenze aller Zeiten. Ich werde die Aktivität dieser gedrillten, nicht ansprechbaren, starren und sturen Soldaten nie vergessen. Jetzt endlich ist die Grenze nach Thüringen kein Todesstreifen mehr und das Staunen ist groß. Die in den LPGen beschäftigten bäuerlichen Familien haben ihre alten Höfe nicht aufgegeben, sondern mit viel Pflege und wenig Geld glücklich durch die Zeiten gebracht. Heute, 7 Jahre nach der Wende, haben viele ihre Häuser mustergültig renoviert. Und so erlebt man in einem thüringischen Grenzdorf wie in Behrungen ganze Straßenzüge komplett mit Fachwerkbauten in einer Schönheit, Geschlossenheit und Ausdruckskraft, die auf der bayerischen Seite leider längst verloren gegangen ist, unwiederbringlich. Der Landkreis Rhön-Grabfeld ist einer der am dünnsten besiedelten in ganz Bayern. Die jahrzehntelange wirtschaftliche Abseitslage im Zonenrandgebiet hat viele junge Menschen vor allem zum Abwandern gezwungen. Nach Schweinfurt, ins Rhein-Main-Gebiet, in den Frankfurter Raum, nach Nürnberg, nach München, dorthin eben, wo es interessante Arbeitsmöglichkeiten gab. Wer eine intensive Landwirtschaft betreiben wollte, der erhielt staatliche Fördermittel, wenn er aussiedelte und am Dorfrand einen neuen maschinengerechten Hof baute. Und wer als Pendler in der Nähe einen Arbeitsplatz fand, der baute sich ein neues Haus im Neubaugebiet. Neubaugebiete sind heute noch der Stolz der Bürgermeister der Region. So stehen vor allem in den Grenzdörfern auf bayerischer Seite erschreckend viele alte Häuser leer. Man sieht es ihnen an, dass sie seit Jahren nicht mehr bewohnt werden oder vielleicht noch hier und da von einem alten, einsamen Menschen, einer aussterbenden Generation, die auf modernen Luxus keinen Wert mehr legt. So stehen neben den üblichen, bis zur Unkenntlichkeit modernisierten Bauernhäusern eine unfassliche Zahl schönster Fachwerkbauten aus dem 17. und 18. Jahrhundert leer, verkommen und leider dem Verfall preisgegeben. Dabei sind es meist unglaublich schöne Häuser mit handwerklichen Details von größter Qualität, die für die Bau- und Kunstgeschichte dieses Raums von allererster Bedeutung sind. Dieses Haus zum Beispiel hat an den wichtigen Eckpfosten geschnitzte Ornamente aus Blättern und Blumen, wie sie auf Buchtiteln der Renaissance vorkommen, und das in einer Qualität, wie sie im ganzen Grabfeld kein zweites Mal bekannt ist. An diesem Haus sind auch die originalen Schiebefenster mit den alten mundgeblasenen Scheiben in der originalen Verbleihung noch erhalten. Ein Fensterchen oben und ein Fensterchen unten kann man verschieben. Fenster, die für diese Gegend typisch waren, aber heute kaum noch zu finden sind. Ein hinreißendes Haus, aber es fehlen die Liebhaber. Manchmal sehen die Häuser ruinöser aus, als sie sind. Aber die Substanz ist gut, solange die Dächer intakt bleiben. Und es ist erstaunlich, wie viel Lieblosigkeit alte Häuser vertragen. Hier ist ein Wohnhaus einfach zum Lagerraum degradiert worden. Aber es wäre gar nicht so aufwendig, das Ganze wieder instand zu setzen. Das Holz und alle wichtigen konstruktiven Teile sind bestens erhalten. Nicht einmal am so empfindlichen Dachgiebel zeigen sich ernsthafte Schäden. Hier sind es zum Beispiel die noch völlig erhaltenen Schiebeläden mit geschnitzter Verzierung am Rand, die das Haus so ungemein interessant machen. Ein Haus in diesem Dorf ist schöner als das andere und viele sind komplett erhalten mit allen Einzelheiten aus der Zeit und niemand hat an ihnen herumgepfuscht. Aber der Exodus aus den alten Dörfern hinaus ins Neubaugebiet läuft nach wie vor.
Die Einheimischen ziehen es vor, ihr schönes Dorf von draußen anzuschauen. Hier sind schon wieder die neuen Einfamilienhäuser abgesteckt. Der Kern wird immer leerer. Seit Jahrzehnten warnen die Denkmalpflege und die Dorfentwicklung vor den Konsequenzen. Umsonst, es gibt keine Siedlungspolitik, die diesen Unsinn stoppen würde. Hier steht, in einer sonst intakten und gepflegten Straße, ein ganz zauberhaftes Haus, leer und verlassen. Ein großzügiges Bauernhaus, von einem einmal reichen Bauern, wohl im 18. Jahrhundert gebaut. Ganz in Eichenholz, mit tadellos erhaltenen Balken. Alles ist intakt, die alten Fenster mit den Schiebeläden, die alten Türen, innen kaum etwas verändert. Ein Haus, für das ein Münchner viel Geld geben würde, wenn es nur in Oberbayern stünde. Aber hier oben, im nördlichsten Bayern, fehlen die Liebhaber aus den Großstädten. Die nächsten Münchner sind hier die Frankfurter. Und die entdecken eben erst mit der wachsenden Autobahn nach Bamberg den Spessart. Warum sieht kein Einheimischer die Qualität dieses Hauses, obwohl es in der Mitte des Dorfes steht? Warum rechnet keiner nach, mit wie verhältnismäßig wenig finanziellem Aufwand man die Gefache wieder mit Lehm und Stroh schließen könnte? Alte Häuser brauchen Ersatzteile und das exakte Wissen um die alten Techniken. Das ist nicht anders wie bei einem wertvollen Oldtimer-Auto. An der Rückseite des Hauses sieht man den vielleicht sogar gewollten Verfall. Hier geschieht einfach kein einziger Handgriff. Aber man sieht auch, wie solid die alten Gefache ausgefüllt sind. Das starke Geflecht aus Stäben und Ruten trotzt bis heute aller Lieblosigkeit und Interesselosigkeit. Es war ein großer Hof mit einer großen Scheune hinter dem Stall im rechten Winkel angebaut. Es war ein sogenannter Hakenhof, wie fast alle hier an der Straße. Ein überaus qualitätvolles Haus, ein Höhepunkt der Hauskultur des ganzen Landkreises. Im Grunde ein Museumsstück. Aber ist den Dörfern wirklich damit gedient, wenn sie ihren Reichtum und ihre Familiengeschichte im Freilandmuseum gegen Eintritt besichtigen können? Ist nicht der Alltag mit Schönheit und eigener Familien- und Dorfgeschichte viel wichtiger, das, was das Dorf ausmacht, das, was Heimat ausmacht? Eigentlich unfasslich, dass bayerische Dörfer im Kern so verfallen und verfaulen können, dass keiner der vielen Vereine, dass keine Feuerwehrübung, kein Einsatz des technischen Hilfswerks, keine Fußballmannschaft, keine Landjugendgruppe es fertigbringt zu sagen, komm, das ändern wir. Und wenn nur das Dach wieder intakt ist und die Regenrinnen, dann ist das Haus wieder für 10 Jahre gerettet und dann wird sich doch hoffentlich ein Junge aus dem Dorf finden, dem das Haus wieder etwas bedeutet. Seit die Grenze nicht mehr Todesstreifen ist, gibt es ja hin und wieder endlich ein Lebenszeichen. Junge Familien sind in die alten Häuser gezogen, allerdings, soweit wir sahen, fast alles junge Menschen aus der Stadt. Die alte Mühle in traumhafter Alleinlage war ein Glücksfall. Hausgeschichtlich interessant, wie hier ein Altbau aus dem wohl 17. Jahrhundert im späten 18. oder frühen 19. erweitert und vergrößert wurde. Der alte Dachspeicher wurde zu einem neuen Stockwerk und über den First setzte der Zimmerer einen neuen Schopfwalm. Im Dorf, das früher wie die Mühle vom Todesstreifen umzingelt war, eine eben fertig gewordene Renovierung, ein Haus aus der Mitte oder sogar erst aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, die hohen Geschossabstände, die hohen schlanken Fenster zeigen, dass man jetzt auf dem Land genauso hohe, helle Räume haben wollte wie in der Stadt. Sicher hat auch dieses Haus seine Vorbilder in den nahen thüringischen Städten, in Meiningen oder Hildburghausen.
Was uns freilich nirgends mehr begegnet ist, das waren Innenräume mit völlig erhaltener alter Ausstattung. Wie die Menschen in Rhön und Grabfeld gewohnt haben bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, das kann man wohl heute nur noch im fantastischen Fränkischen Freilandmuseum besichtigen, das seit wenigen Jahren ganz neu in Fladungen entsteht. Diese Stuben zeigen die Kargheit und die Klarheit und Funktionalität des bäuerlichen Wohnens. Sie zeigen die Schönheit der alten Schiebefenster, die so praktisch waren, weil sie nicht in den Raum hereinstanden und vom Wind nicht zugeschlagen wurden. Erst mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird es üppiger im Bauernhaus, mit Tapeten oder mit Tapeten imitierender Schablonenmalerei, mit Kredenzen und üppigen Sofas, mit von der Industrie gefertigten Kachelöfen. Noch vor 20, 30 Jahren wäre einem die Idee eines Bauernhofmuseums hier oben in Rhön und Grabfeld absurd vorgekommen. So unglaublich reich an alter Baukultur war hier jedes Dorf. Nicht zu vergessen im alten fränkischen Dorf ist die Institution des protestantischen Pfarrhauses. Pfarrers Küche, Pfarrers Garten, Pfarrers Wohnung, Pfarrers Bibliothek, Pfarrers Gartenpavillon, Pfarrers Bienenhaus und natürlich der Bau des Pfarrhauses selbst. Das waren alles Studienobjekte für den Sonntag und für den Alltag im Dorf. Dinge, die man nachahmte, die man auch gern selber haben wollte. Das hervorragend restaurierte evangelische Pfarrhaus, in dem ehemals Sachsen-Weimar-Eisenachschendorf Urspringen, ist ein klassisches Beispiel für einen rationalen Fachwerkbau des 18. Jahrhunderts. Damals eine Revolution im Dorf. Alle Verzierungen sind weggelassen, Geometrie ist nun alles und Symmetrie. Das Pfarrhaus ist durchgehend unterkellert und steht auf einem gewaltigen Sockel aus behauenen Steinquadern. Daher muss man etliche Treppen heraufsteigen in die wunderschöne überdachte Laube, um zur Haustür zu gelangen. Im gleichen Dorf hat einer das Wagnis unternommen und alle Füllungen aus den Gefachen des alten Fachwerkhauses herausgenommen, alle Decken und Fußbodenbretter. Jetzt steht das Haus so da, wie es der Zimmermann aufgestellt hat am ersten Tag, nur 200 Jahre später. Auch das ist ein sehr rationales Fachwerk, wieder nur reine Konstruktion wie beim Pfarrhaus. Die Balken sind schlanker geworden und nicht mehr aus Eiche, sondern Nadelholz. Die Zeiten wurden schlechter und die Wälder immer weniger. Gerade in den kleinen Herrschaften ließ sich die Forstverwaltung damals genau vorrechnen, wie viel Holz einer zum Hausbau wirklich brauchte, um die Wälder zu schonen. Der Blick in die Eingeweide eines solchen Hauses ist ein verwirrendes Denkspiel. Man muss die räumliche und plastische Vorstellung der alten Zimmerleute bewundern, die so ein vielschichtiges Gebilde mit allen Räumen und verschiedenen Ebenen am Boden bereits zurechtzimmern konnte. Aber da ist eben auch der Stolz gewesen auf das handwerkliche Können, das Herzeigen der ganzen Konstruktion, das nahtlose Ineinanderpassen der vielen einzelnen Glieder. Das ist ja wohl auch etwas, das uns heute nach 200, 300, 400 Jahren immer noch fasziniert, gerade uns Menschen des technischen Zeitalters. Das genaue Hinsehen, wie so etwas gemacht ist, der Respekt vor der alten Handwerkskunst, das ist der sehr viel bessere Weg zur Anerkennung der Qualität dieser Bauten als die übliche altfränkisch-urige Weinstubenseligkeit. Diese echte Bewunderung für das alte Handwerk war jedenfalls der Weg, der die junge Familie Sauer aus Stockheim dazu gebracht hat, ihr eigenes Haus zu entdecken und mit anderen Augen zu sehen. Und das, obwohl beide Sauers im gleichen Klima allgemeiner Verachtung des alten Glumps groß geworden sind wie alle im Dorf.
Reiß doch das Klump weg. Nun, die Sauers haben es nicht getan, sondern haben an ihrem alten Haus, das zugegeben sehr verludert war und schäbig verkommen, zu kratzen angefangen. Und sie haben einen Schatz gehoben. Aber sie haben auch Schweiß und Arbeit für 10 Jahre Freizeit gefunden. Wann hat denn das ganze Unternehmen eigentlich angefangen? Ja, ungefähr vor 10, 12 Jahren. Vor gut 10 Jahren waren die ersten Aktionen. 10 Jahre haben wir so, also zusammen haben wir vor 12, 13 Jahren haben wir im Garten hinten angefangen. Und dann das hier herin kann man sagen, etwa. Die Projekte laufen seit 10 Jahren, wo wir halt das erste Mal schon mal ein wenig mit Leinöl ein wenig gestrichen haben. Und immer da drüben, das hat ja auch anders ausgesehen. Ich sage ja, wir haben gestern Dias angeguckt. Wir sind so erschrocken, wie wir das Zeug gesehen haben. Gesagt, das gibt's doch gar nicht, das war ohne Hof. Das hat sich ja doch schon ein wenig getan, weil manchmal bin ich ja ein wenig unzufrieden. Da denke ich immer, wenn ich da reinkomme, immer noch all das Gehöck oder so. Und, aber wenn man dann, wie gesagt, die alten Bilder mal sieht und sieht jetzt das Neue dazu, hat sich doch schon was getan. Es ist zwar immer noch nicht fertig, aber nach und nach. Ne? Aber wie war denn das mit dem Haus? Ist es nicht mehr bewohnt gewesen? Nee. Seit wann? Das Haus stand mit Sicherheit, also ich kann mich noch daran erinnern, als es bewohnt war, da haben 2 Partien drin bewohnt, das ist ca. 20 Jahre stand das Haus leer. Und jetzt war eben das Problem. Du warst der kleine Bub doch angeblich, bei die Leute noch drin gewohnt haben. Was macht man mit dem Haus? Das Haus stand da, das Haus war verputzt, der Putz ist runtergebröckelt. Jetzt gab es nur 2 Möglichkeiten. Entweder wegreisen und nichts mehr genehmigt bekommen und nur Autogarage hinbauen. Das sieht ja dann auch nichts oder aus. Sie sagen, okay, wir richten es her und nutzen es irgendwann. Und die Fassade, weil anhand vom Putz hat man gesehen, dass da was drunter sein muss, weil die Risse und der Bus ist dort abgebröckelt, wo Balken und Vorsprünge gewesen sein müssen. Mhm. Ja, und dann haben wir halt einfach angefangen, mal ein paar Proben gemacht und man sieht ja jetzt, was dabei rausgekommen ist. Wir haben den Putz von dem alten Haus runtergehackt, ohne Gerüst, alles nur mit Leiter. Zum Teil. Und dann haben wir erst eingerüstet, haben uns erst mal Gerüst besorgt und dann haben wir eingerüstet und dann haben wir halt das Verputzen angefangen. Das hat eigentlich keiner geglaubt, dass das so ein schönes Fachwerk drunter ist. Nee, die Leute haben alle gesagt, die sind im Gegenteil, die Leute sind dabei und haben gesagt, was wollt ihr mit der Beißzange holen, Bagger? Reißt das Ding weg. Mein Nachbar hat immer gesagt, wer da baut an den Straßen, der muss die Leute reden lassen. Und das war für uns so ein Slogan, dass wir gesagt haben, gut, sollen die Leute mal reden, wir machen, was wir wollen. Und dann werden wir schon sehen, wie es wird. Und dann, wie es fertig war, ist aber jeder gekommen, so Stockheimer, die Nachbarschaft und so, ey, das ist ja so schön geworden. Das ist das kleine Amtshaus, haben sie dann gesagt. Das sieht ja klasse aus und so. Prima, euer Mühe hat sich doch gelohnt. Dann haben wir dann hinterher gesagt, siehste, dann sind wir hinüber auf dem Gehsteig. Wisst ihr noch, wie wir dann drüben auf dem Gehsteig immer saßen und haben uns unser Haus angeguckt und waren wirklich zufrieden, wie wir es dann gemacht haben. Also für uns persönlich hat sich's rentiert, also auch wenn es im Moment noch nicht bewohnt ist. Aber die Aktion war ein Erfolg. Und wir haben es mal ausgerechnet, wo wir für die Gemeinde was gekriegt haben. Also ich glaube, es waren an die 1000 Stunden. Ich meine, man kann sich in so einem Projekt, mit so einem Projekt beschäftigen wie ein Kind auf dem Spielplatz. Man ist einfach da und beschäftigt sich mit. Und nur, wenn der Tag rum ist und man ist nur ein kleines Stückchen weiter und nächsten Tag guckt man es an, freut man sich drüber und kann dann wieder so, wie geht's weiter. Nur mit dem Fall da leider nicht vergessen, gerade wenn es eine bestimmte Größe hat mit Scheunen und Nebengebäude, dass die Scheune, vor allem das Dach von der Scheune, viel wichtiger ist als ein neues Schlafzimmer, als eine neue Küche, weil wenn das Dach nicht repariert wird und nur ein Ziegel fehlt, dann geht so viel kaputt, dass ich mir 5 Küchen dafür kaufen könnte. Also ist das Dach wichtiger und man muss einfach, und das ist eigentlich schade drum, wenn man so ein Projekt hat, man kann nicht das machen, was einem Spaß macht, sondern muss immer das machen, was am wichtigsten ist. Und das ist irgendwo ein Problem, weil plötzlich verliert man den Spaß, weil es zu viel wird, weil es einen einfach über den Kopf wächst und weil sicher, man will nicht, dass die Freizeit haben, die anderen haben. Man ist da gar nicht so drauf verbohrt. Man plädiert ja auch immer, wir machen das und wir machen das und das ist schön. Und man redet sich so lange ein, bis man wirklich dran glaubt. Nur manchmal, wenn die Leute mittags um 4 spazieren gehen, ne, oder sie fahren an den See, denkt man sich dann schon, Mensch, uns gehören schon Hörner. Ja, manchmal sagen wir echt, also wir sind doch dumm. Wir haben uns Arbeit gekauft, also wir sind doch wirklich dumm. Aber irgendwo, man schafft halt doch immer wieder weiter, weil man einfach sieht, man kommt wieder ein bisschen weiter. Es sieht einfach doch schon wieder ein wenig annähernd schöner aus und so. Ne? Und
Wie gesagt, noch haben wir die Lust noch nicht verloren. Wie gesagt, manchmal möchte man schon alles hinschmeißen und auf und davon rennen. Aber dann kommen da wieder mal Höhepunkte, wo man sagt, ach na ja, es ist nicht doch so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Da haben wir unseren Spaß dran und dann geht's halt doch wieder weiter. Es ging da bei den Sauers um ein großes Anwesen mit Innenhof und Garten hinten hinaus und dazwischen einer mächtigen Scheune und einer kleineren Wagendurchfahrt, alles mit riesigen Dachflächen und nicht enden wollenden Wänden. Das fränkische Dorf ist immer ein enges Dorf. Ein Sinnbild für Gemeinsamkeit. Keiner baut da für sich allein. Nur miteinander kann etwas entstehen. So ist ihre große Enttäuschung, dass der Nachbar nicht mitzieht und die Kommunmauer der Scheune daher gefährdet ist. Das ist schade, wenn einer so viel für sein Dorf tut wie die Sauers, wenn einer nicht nur von Heimat redet, sondern sie wirklich bereichert. Vis-à-vis, am Platz, neben der Kirche, steht der große, mächtige Bruder des Sauerschen Hauses, das Amtshaus oder Zehnthaus des Würzburger Hochstifts, das hier den Zehnten von den Bewohnern der Umgebung kassierte und seine Macht repräsentierte. Ein Bravourstück von Fachwerk, Kunst und Zimmermannskönnen. Die profilierten Balken und Rahmen betonen die Geschosse und geben dem Bau die wuchtige horizontale Gliederung. Die geschweiften und genasten Andreaskreuze betonen wie eine Bordüre die Zonen unter den Fenstern. Das Stockheimer Amtshaus ist 1615 datiert, also kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg, in der Hochblüte des Fachwerks im nördlichen Unterfranken. Eine Fuge von Formenreichtum und trotzdem strenge, konstruktive Klarheit und Logik, eines der schönsten Stücke fränkischer Fachwerkkunst. Das Schielen auf die großen Herren, auf das Bauen der Oberschicht, bei keinem Detail fällt das im Gebiet von Rhön und Grabfeld so stark auf wie bei den Sandsteintoren und Portalen, die den unterfränkischen Bauernhof von der Straße abtrennen. Der reiche Bauer beschäftigte nicht nur einen Zimmerer, sondern sogar auch den Steinmetz. Portale aus Sandstein geschlagen, so etwas gab es etwa im Schloss von Irmelshausen. So etwas gab es bei den Höfen der Domherren. Die meisten dieser steinernen Pforten sind leider verschwunden. Fast ganz verdrängt von den modernen Landmaschinen wurden die großen hölzernen Toranlagen mit dem schützenden Dach darüber, die den Bauernhof wie eine Burg verschlossen hielten und streng das Private vom öffentlichen Raum abteilten. Fast immer hatte die kleine Steinpforte eine Heiligennische für den Patron des Hauses oder die Hausmadonna, eine ganze heilige Giebelwand wie bei diesem Haus in Saal, das ist aber auch in Franken selten. Die Darstellung der Arma Christi, der Leidenswerkzeuge der Passion und der Kreuzigung Christi, das ist eigentlich ein Motiv, das in den Alpen zu Hause ist. So etwas wurde an den Winterabenden geschnitzt und im Glassturz aufbewahrt. Hier hat der Schnitzer genial die Breite der Balken ausgenutzt, um alle Leidenswerkzeuge auf den vier Hauptständern unterzubringen. Man würde gerne wissen, ob dies der Zimmermann selber war oder ob ein wandernder Schnitzer aus Tirol etwa es war, der diesen Reichtum an bäuerlicher Bilderlust verfertigt hat. Die Herzen auf den Andreaskreuzen sind typisch für Rhön und Grabfeld. Immer wieder tauchen sie auf dem Fachwerk auf. Selten kann man heute noch einen Eindruck einer ganzen Straße von Fachwerkgiebeln erleben, mit den hohen Toren dazwischen,
dieses Nicht-Hineinschauen-Können, aber das Herausschauen, das war immer wichtig. Immer hat die Stube im Hauseck auf einer Fensterseite die Straße im Blick und mit der anderen das Hoftor. Die Haustür liegt in Unterfranken immer im Hof und immer an der Traufseite des Hauses. Solange es die Tore noch gab, musste man also zwei Türen öffnen, wenn man in ein unterfränkisches Bauernhaus herein wollte. Obwohl die Haustür von der Straße her nicht einsehbar ist, wurde sie festlich geschnitzt und herausgeputzt als die wichtigste Tür des Hauses. Nordheim vor der Rhön hat heute noch eines der schönsten Ortsbilder im nördlichen Unterfranken, ein Lieblingsort der Maler und der Fotografen. Ein Ort, der offenbar immer schon eine Neigung zum Schmücken und zum Dekorieren und zum Fabulieren hatte. In Nordheim lebte im 17. Jahrhundert ein Zimmerer, der es liebte, seine Bauherren in Halb- oder Ganzfigur in den Eckbalken ihrer Häuser zu porträtieren. Vielleicht war dieser humorige, künstlerische Zimmermann auch der Schnitzer der vielen Bildembleme an diesem Haus, ein absolutes Unikum im weiten Umkreis. Mit dem heutigen Besitzer des eindrucksvollen Hauses hatten wir eine Auseinandersetzung. Sein lang aufgestauter Ärger bricht heraus, als er uns mit Kamera und Stativ auf der Straße sieht. Andere machten ein Geschäft mit seinem Haus, verkauften es auf Postkarten, in Büchern und auf Tourismusprospekten. Ihm selbst habe aber noch keiner auch nur einen Pfennig bezahlt. Die Gemeinde nicht, das Landratsamt nicht und das Denkmalamt schon gar nicht. Und er hat recht, er hat hundertprozentig recht. Da mangelt es leider von offizieller Seite an Instinkt und an gezeigter Dankbarkeit. Wenn wir schon nicht den Mut haben zu verhindern, dass einer sein Haus verfallen lässt, den Mut sollten wir aufbringen, einen immer wieder öffentlich zu loben, der es für uns alle erhält. Denn die alten Hauslandschaften, sie sind leider durch nichts anderes zu ersetzen. Das Wunder, dass vorgegebene Natur und vorgegebenes Klima und vorgegebenes Baumaterial zusammenfinden, zu Bauten, die den Klang einer solchen Landschaft in einem idealen Ton treffen. Vielleicht ist das die höchste Kunst dieser alten, bescheidenen Häuser. Ein Haus zu bauen, das kein Fremdkörper ist und nicht stört. Dieser ewige Wunsch, ein Haus zu bauen, das hier schlechthin zu Hause ist, das hierher gehört mit größter Selbstverständlichkeit, ein Haus, wo man weiß, wo man ist. Dieses Ziel haben wir in unseren Zeiten leider nur noch selten erreicht. Und deshalb brauchen wir diese Häuser und ihre Fantasie, diese nicht enden wollende Fantasie und Vielfalt, die immer wieder so viel Individualität entstehen ließ. Jedes Haus ist anders und doch haben sie so viel Gemeinsames. Jedes Fachwerk ist anders und doch sind es immer die gleichen Motive, das gleiche Material und die gleichen Werkzeuge. Und wenn es doch ein Lieblingshaus gibt, das die Sprache dieser Landschaft am klarsten und am einfachsten spricht, dann ist es dieses kleine Bauernhaus in Unteressfeld. Eines der letzten Häuser, das noch die ehemals typische Laube hat über der Haustür mit elegant geschnitzten eichenen Säulen. Damit gewann man zusätzlich einen überdeckten Arbeitsplatz im Freien und einen geschützten Aufbewahrungsort für nasse Stiefel und Kleider. Alles war durchdacht im alten Bauernhaus und erprobt durch den Alltag von Jahrhunderten. Alles steht noch so wie vor 200 Jahren. Sogar der zarte, naive Kratzputz des alten Maurers an der großen Scheune. Jeder hatte Fantasie und künstlerisches Geschick, der am alten Haus mitbaute und den Mut, sich selber darzustellen und mit einzubringen. Rechts neben der Scheune liegt dann der Garten und davor
der Hasenstall. Und auf der linken Seite stehen diese genialen überdeckten Schupfen, die man für alles brauchen kann, was nicht nass werden soll und irgendwie aufgeräumt werden muss. Vielleicht ist das die einfache Weisheit dieser Häuser, dieses ganz Normale, was sie zu so universellen Lebens- und Arbeitsräumen macht. In diesem Haus lebt noch einer, der ein ganzes langes Leben in diesem Haus verbracht hat. Die Dinge, die er täglich braucht, stehen noch genau da, wo sie schon beim Vater standen und beim Großvater. So wie die Schritte die gleichen bleiben in diesem geschützten rechteckigen Hof. Und dann kommen die Speicherhäuser, die Räume auch im ersten Stock haben und einen Laubengang zum Trocknen von Wäsche und Zwiebeln und Gewürzen. Und darunter die Kammern, in denen vielleicht einmal der Knecht wohnte, die heute eine ideale Werkstatt bilden. Ein so kleines Haus auf so wenig Grund und so viel Platz und so viele Möglichkeiten für ein ganzes Leben. Das ist genau das, was wir vergessen haben. Und deshalb wäre es so wichtig, diese einfachen Häuser hinüberzuretten ins nächste Jahrtausend.